Scham erledigt, vernichte mal auf Phylaktier. Jetzt ist er wieder in der grauen Vorzeit. Diesmal hoffentlich endgültig. Ich entschuldige mich für die schlechte Laune, aber das fand ich gerade echt einfach nur ätzend. Vor allem ist es in den vergangenen Tagen ständig passiert, bei egal welchem Spiel mehr oder weniger. Interessanterweise war das einzige Spiel, wo es nicht so schlimm war, Resident Evil 3. Da hatte ich keine Probleme mit, also beim Remake. Aber jetzt hier bei Darksiders Genesis, bei Assassin's Creed, sowohl bei 4 als auch bei Syndicate und... irgendwann macht es halt echt keinen Spaß. So. Ich weiß, wir haben Kapitel 15 abgeschlossen, aber hier liegen noch Sachen rum, die möchte ich gerne mitnehmen, bevor ich es dann für heute so gut sein lasse. Da können wir tatsächlich noch hin. Lang, das machen wir noch eben. So. Ich lasse mich nicht aufregen. Nein, nein, nein. Vor allem, wenn dann sowas passiert. Man einfach in den Abgrund fällt, obwohl man gesprungen ist. Das ist super. Ich glaube, wir kommen auch gar nicht mehr zurück. Oh, ne. Schade, schade. Naja, was soll's. Oh, nein, das wollte ich nicht, weil es falsche Taste. So. 15. Kapitel, Kriegsmaschine abgeschlossen. Die Reiter haben Molochs Blutmantel vernichtet. So, ich habe kurz was getrunken, nur dass ihr euch nicht wundert. Und wir warten darauf, dass der Ladebildschirm zu Ende geladen hat. Jetzt kommt noch ein kleines Gespräch und dann könnten wir theoretisch Kapitel 16 machen. Neue Gegenstände verfügbar bei Vulgrim. Schauen wir doch direkt mal nach. Ich meine, wir sind kurz vorm Ende. Seit wann ist das denn? Oh, ach komm. Oh Gott. Oh nein. Ist das jetzt diese... Oh Gott, heilige... ja, Sprungpassagen. Oh Gott. Ich glaube, das war diese Sprungpassage, bei der mein bester Freund mich... Nein, was mache ich denn? Ich bin doof. Ich bin so doof. Oh Gott. Ja, ich glaube, das ist wirklich die Sprungpassage, vor der mein bester Freund mich gewarnt hat. In der Serie. Oh Gott. Weiß man hier überhaupt, wo man hin muss? Nein. Gott. Hilfe. Oh.
Ich glaube, das wird eine ragehaltige Folge. Es wird immer weiter auseinander. Warum? Was soll das Spiel? Warum ärgerst du mich? Ha, ha, hi, hu. Nein! Nein! Das ist unfair. Spiel, warum machst du das? Warum bist du so gemein? Oder, nein, warum sind die Entwickler so gemein, dass sie sowas machen? Oh Gott. Nein! Wollt ihr, dass man sich aufregt? Ist das euer Ziel, euer geheimes Böses? Dass ihr denkt, ja, wir machen extra Sprungpassagen, dass die Spieler sich aufregen. Dass sie gar keinen Bock mehr auf einen Darksiders 4 mit 2 haben. Ich meine, das wäre nicht so toll für euch, aber hey, was weiß ich? Ich bin kein Entwickler. Oh, immer dieser Stein. Reibt euch da irgendwie die Hände, wenn ihr euch die Videos anguckt, wo die Spieler am Verzweifeln sind und sich einen Controller fast gegen die Wand werfen. Müsste ich meinen Discord nachfragen. Ich meine, die haben ja einen offiziellen Darksiders Discord, in dem ich bin, könnte man mal nachfragen. Macht es euch Spaß? Macht es euch Spaß, eure Fans so zu quälen? Nein! Ficken! Entschuldigung! Aber warum? Was soll das? Entwickler, das ist fies! Was war das da unten? Leviathan? Bist du's? Aber Hauptsache, jetzt macht mein Controller keinen Mist. Oh, ah nein! Das war meine eigene Doofheit. Ich glaube, hier werde ich...